In diesem unspektakulären Hinterhof an der Gasometerstraße befindet sich WIRE. WIRE steht für Web for Interdisciplinary Research and Expertise, also Netz für interdisziplinäre Forschung und Expertise, einer der interessantesten Thinktanks der Schweiz. Stefan Sigrist, Sie sind der Leiter des Thinktanks WIRE. Was muss man sich darunter vorstellen? WIRE ist eine Plattform, ein Institut, wenn Sie so wollen, in der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Das heißt, wir versuchen zu vermitteln, einerseits zwischen eben den Wissenschaftlern und andererseits der Wirtschaft und der Politik. Wir beschäftigen uns mit bereichsübergreifenden Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft und den Life Sciences. Das sind die drei Schwerpunktsbereiche. Darf ich noch schnell fragen, was sind Life Sciences genau? Life Sciences ist ein Überbegriff, der das Gesundheitssystem umfasst, aber eben auch die Pharmabranche, also alle Bereiche, die mit Gesundheit, mit dem Leben letztendlich zu tun haben. Wir haben verschiedene Formen von Angeboten. Zum einen, was wir machen, ist Forschung im eigentlichen Sinne, angewandte Forschungsprojekte, wo wir versuchen, Fragen zu beantworten, die losgelöst sind von der Grundlagenforschung, die sich stärker mit Problemen der Praxis beschäftigen. Dieses Wissen fließt in Publikationen ein. Da geht es uns darum, dieses Wissen so aufzubereiten, dass es eben auch für eine breite Leserschaft verfügbar ist. Das heißt, wir achten natürlich auf eine verständliche Sprache. Wir legen aber auch relativ viel Wert auf die Gestaltung. Zum Zweiten, nebst der Wissensvermittlung über Publikationen machen wir auch immer wieder Veranstaltungen, wo wir versuchen, neue Formate anzudenken, wie man Wissen letztendlich eigentlich auf neue Formen weitergeben kann. Wie finanzieren Sie diesen Think Tank? WIRE ist ein gemeinsames Projekt von verschiedenen Parteien. Zum einen ist das Collegium Helveticum eine unserer Trägerorganisationen. Das ist was, das Collegium Helveticum? Das Collegium Helveticum ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut von der ETH und von der Universität Zürich. Zum Zweiten ist es die Bank Sarasin. Das ist eine nachhaltige Schweizer Privatbank. Und diese beiden Institutionen stehen gewissermaßen auch für die Verankerung einerseits in der Wissenschaft, andererseits in der Praxis. Zudem arbeiten wir sehr regelmäßig mit Institutionen und Organisationen aus der Politik und aus der Wirtschaft zusammen, wo wir uns dann auch über solche externen Projekte weiterfinanzieren. Warum bezahlt eine Bank und warum bezahlen Uni-ETH, was Sie hier tun? Ich glaube, wir leben in einer sehr disziplinär orientierten Welt, in dem die Aufgabenspektren sowohl der Wirtschaft wie auch die der Universitäten immer mehr fokussiert werden auf ihre Kernkompetenzen. Das heißt, in der Universität ist das mehrheitlich Grundlagenforschung, bei den Unternehmen ist es natürlich die Erbringung von Mehrwerten für Shareholders. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Fragestellungen, die aber eben nicht direkt bei der Wissenschaft angeordnet sind und auch nicht direkt bei der Wirtschaft. Und da glauben unsere Trägerorganisationen, dass es eben Plattformen braucht, die in den Schnittstellen stehen und sich eben damit beschäftigen, wie man Wissen zwischen diesen Bereichen austauschen kann. Ganz spezifisch für Unternehmen, glaube ich, ist es wichtiger geworden, eben neue Fragen anzudenken, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Das kann man natürlich mit unternehmensinternen Organisationen machen. Es gibt auch Unternehmen, die haben interne Thinktanks. In diesem spezifischen Fall waren wir der Meinung, dass es spannender und effizienter und auch qualitativ von höherer Qualität ist, wenn man das extern macht. Also quasi ein Unternehmen, das eine Institution hat, die sich losgelöst von den Alltagsfragen mit relevanten Themen beschäftigt und dieses Wissen dann eben auch hin und her fließen lässt. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage, um langfristig wachsen zu können, eben auch immer wieder kritische Fragen zu stellen. Haben Sie da alles festangestellte Leute oder ist das ad hoc organisiert? Sowohl als auch. Wir haben ein fixes Team. Wir sind zurzeit 10 Leute, die festangestellt sind und wir arbeiten dann aber je nach Projekt auch immer wieder mit Externen zusammen. Wir sind der Meinung, dass es nicht möglich ist, natürlich sich über alle x-beliebigen Themen auch kompetent auszudrücken. Deshalb suchen wir uns je nach Anfrage Experten aus spezifischen Feldern und arbeiten dann mit denen dann zusammen. Wir bringen gewissermaßen in gewissen Fällen die Zukunftskompetenz in das Projekt herein und dann haben wir eben diese spezifischen Experten. Unser Schwerpunktsgebiet, das ist auch ganz wichtig, ist im Bereich eben Gesundheit und diesen Life Sciences, das ist dort, wo wir die höchste Kompetenz haben. Sie machen einerseits, arbeiten Sie für private Firmen oder Branchen und andererseits machen Sie aber auch Sachen, dass
die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wie ist da so die Gewichtung von diesen zwei Bereichen? Bei uns ist es so, dass auch wenn wir für private Unternehmen arbeiten, dass alles, was wir machen, publiziert wird. Das ist eine Voraussetzung, dass wir Projekte machen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo wir beispielsweise für die Regierung arbeiten. Aber im Wesentlichen glauben wir eben, ist der Zweck dann eben unserer Arbeit, dass wir dieses Wissen dann letztendlich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Dafür haben wir auch Partnerschaften mit verschiedenen Verlagen im In- und Ausland. Wie komme ich jetzt als Otto Normalverbraucher an die schönen Sachen, die Sie da alle rausfinden? Zum einen können Sie die Bücher kaufen, die wir publizieren. Wir bringen die in der Schweiz mit dem Verlag Neue Zürcher Zeitung heraus, in Deutschland mit dem Gestalten Verlag. Die sind erhältlich. Bei den Veranstaltungen, da ist es so, dass wir die meistens innerhalb von den Netzwerken machen. Also da muss man sich bei uns melden und da gibt es immer wieder Möglichkeiten, auch dabei zu sein. Jetzt haben Sie ein Werk gemacht, das ist nicht wirklich ein Buch, es ist ein Karteikasten der Zukunftstrends, sehr knapp erklärt. Eigentlich ist ein Karteikasten ein sehr altes Medium, wenn man denkt, heute leben wir im Zeitalter des Internets. Warum haben Sie einen Karteikasten gemacht? Die Zukunft ist, wie wir wissen, offen, wir können sie nicht vorhersagen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns mit ihr beschäftigen. Und das Ziel war eben nicht, eine Geschichte von A bis Z zu erzählen, sondern eben dem Leser einerseits ein Werkzeug zu geben, das ihm hilft, die Welt zu strukturieren. Demografie, Wirtschaft, Ökologie, Politik, Technologie, Gesellschaft sind Einflussfaktoren und innerhalb von jedem von diesen Bereichen gibt es wichtige Trends. Beispielsweise im Bereich Politik die Tatsache, dass es mehr Leute gibt, die eben soziale Unternehmer sind beispielsweise. Oder wenn wir im Bereich Demografie schauen, ganz bekannt, wir werden mehr Menschen sein. Und das Ziel ist es dann eben, den Leser zu befähigen, sich für sich Gedanken zu machen, welche dieser Themen relevant sind. Es kann auch sein, dass man sagt, dieses Thema vielleicht hier, geistiges Eigentum, ist für mich nicht relevant, fällt raus, geht weg. Und dann aber eben Verknüpfungen zu machen. Also wie auf der anderen Seite wird jetzt vielleicht dieses Thema, picken wir eins, die Tatsache, dass wir alle kränker werden könnten, die neuen Epidemien, wie hängt das beispielsweise zusammen mit, nehmen wir hier mal eine Technologie, mit der personalisierten Medizin? Oder mit emotionalen Maschinen. Also werden wir künftig Roboter haben, die uns zu Hause pflegen. Und da, glaube ich, braucht es einfach sehr viel kritisches Nachdenken und dafür ist diese Box da. Und Sie haben das so aufgebaut, dass vorne nur ganz kurz etwas erklärt ist. Richtig. Es geht darum, dass der Zugriff zu diesen Daten sehr einfach ist. Vorne gibt es einen kurzen Lead, der erklärt, worum es geht. Und auf der Rückseite werden dann im Detail Fakten geliefert, statistische Daten, wissenschaftlich und wir zeigen, was bisher passiert und was mögliche Tendenzen ist, die eben in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Kann man das auch runterbrechen auf das individuelle Leben? Also gibt es zum Beispiel vielleicht drei Tipps, die Sie mit all diesem Wissen über Zukunft mir geben könnten, was ich jetzt tun soll für eine gedeihliche Zukunft? Das ist nicht ganz leicht, aber natürlich kann man sich verschiedene relevante Themen rauspicken, von denen wir glauben, dass sie wichtiger werden. Das kann eben beispielsweise die Tatsache sein, dass wir im Vergleich zur Vergangenheit einen unterschiedlichen Lebensstil haben. Wir sind beispielsweise sehr viel oft unterwegs. Das führt dazu, dass wir auch weniger Zeit haben, uns vielleicht gesund zu ernähren, was wiederum dann langfristig zum Risiko führt, dass wir beispielsweise Zivilisationskrankheiten entwickeln. Also Diabetes Typ 2 als Beispiel ist natürlich ein großes Risiko. Das heißt, ein sehr konkreter Tipp wäre es, sich beim Verhalten im Alltag sehr viel stärker auf die Ernährung zu achten. Das ist nichts Neues, aber es ist nach wie vor relevant. Ein anderes Thema ist beim ganzen Umgang mit Medien beispielsweise, wo wir jetzt in der glücklichen Situation sind, dass wir sehr viel einfacher Zugang zu Daten haben. Gleichzeitig aber jetzt erkennen, dass wir auch stärker verunsichert sind. Wir haben zwar sehr viel mehr Datenpunkte, wir können sie aber nicht interpretieren. Ziel muss es sein, wieder besser entscheiden zu können und eine gute Möglichkeit, glaube ich, ist, sich auch dem Einfluss des Internets immer wieder mal zu entziehen und sich in Ruhe losgelöst von digitalen Welten Gedanken darüber zu machen, was wirklich wichtig ist und was vielleicht weniger wichtig ist. Also diese Priorisierung festzulegen und das kann Google und das können andere digitale Filter eben nicht leisten. Das heißt, Sie würden Ihren Kindern ab und zu mal das Internet verbieten?
Ich bin grundsätzlich kein Freund von Verboten, aber ich glaube, es gibt gute Alternativen, wo man Kindern andere Wege aufzeigen kann, wie sie sich ihre Freizeit gestalten können, nebst dem Internet. Mit all Ihrem Wissen über, weiß nicht, Knappheit von Wasser, Knappheit von Boden, Zukunft intelligenter Apparate, lassen Sie das einfließen? Haben Sie irgendwie ein Aktienportfolio, das das abbildet? Oder haben Sie, weil Sie wissen, wir werden alle älter, haben Sie eine dritte Säule oder fließt da sonst irgendwie noch ein? Eine dritte Säule habe ich tatsächlich. Also ich glaube schon, dass die Verantwortung der Einzelnen größer wird, selbst vorzusorgen, und zwar nicht nur für die generelle Altersversorgung, sondern, glaube ich, ganz spezifisch auch im Bereich der Pflege. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir schon in Kürze gewissermaßen für eine vierte Säule einzahlen müssen. Das ist vielleicht, führt uns gerade noch zu einem Stichwort. Sie haben mir einmal gesagt, Sie sehen Ihren Think Tank ein bisschen auch als ein kollektives Gewissen. Was meinen Sie damit? So direkt kann man das nicht sagen. Ich glaube, es braucht in einer Gesellschaft wieder mehr Institutionen, die sich nicht mit den Alltagsfragen nur beschäftigen, sondern versuchen, diese zu interpretieren und den Menschen wie auch den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft vielleicht konträre Sichtweisen aufzuzeigen und auch gewisse Entwicklungen immer wieder kritisch zu beleuchten. Und dafür, glaube ich, braucht es Thinktanks, die die Aufgabe haben, mal losgelöst von politischen, ideologischen, unternehmerischen Zielen über die Entwicklung nachzudenken und diese Meinung dann auch zu äußern.